Hallo und herzlich willkommen. Heute sprechen wir über das Sigma 85mm Blende 1.4 aus der Art-Serie für den Sony E-Mount und was das Objektiv alles kann und warum das wirklich so toll ist, das sage ich dir jetzt in diesem Video. Viel Spaß! Dieses Video wird gesponsert von Sebastian Siebenhofer. Er hat den Shop mietdasding.at. Dort kannst du Objektive wie dieses hier mieten und nach dem Video geht dieses Objektiv auch schnell wieder nach Österreich zurück und vielen Dank an Sebastian zur Bereitstellung des Objektivs für das Review, was ihr jetzt hier seht. Wie das Objektiv aussieht und welche Funktionen es hat, das zeige ich dir jetzt, indem ich ein bisschen näher herankomme. Was mir am Objektiv sofort auffällt, das ist der Blendenring, der ist hier. Das hörst du bestimmt auch. Genau, da hat so ein Klickgeräusch, das kann ich abschalten, dazu kommen wir aber gleich noch. Du hast hier verschiedene Einstelltasten, du hast hier die Fokustaste, du hast hier einen frei belegbaren Button. Du kannst hier unten die Klickfunktion abschalten, hier unten. Und du kannst hier auf der anderen Seite noch das Objektiv einrasten lassen, was den Blendenring angeht. Und zwar kannst du einmal sagen, ich schalte es so ein, dass ich nicht über die Blende 16 kommen kann, in diesem Fall so. Da geht es ja nicht weiter. Ich kann aber auch sagen, ich nehme die Sperre raus, gehe in den Automatikmodus, indem ich es dann in der Kamera einstellen kann, locke wieder auf der anderen Seite und jetzt ist es fest. Dann ist sozusagen dieser Modus auch gelockt. Und ich kann diesen Klickmechanismus auch abschalten, indem ich hier unten das Klicken rausnehme und dann geht das Ganze geräuschlos. Das ist für Filmer sehr interessant, für Fotografen, ja, du müsst ja schauen, der Ring geht schon sehr leicht. Also da lässt sich dann auch, glaube ich, zu schnell verstellen. Ich würde in diesem Fall als Fotograf immer das Klicken drin lassen, damit du zum einen den Widerstand hast und zum anderen auch hörst, dass du deine Blende verstellt hast. Dann hast du, wie gesagt, hier einen Schalter für den manuellen und den Autofokus. Der Fokusring ist sehr smooth und Sigma-typisch, also an meinem 35er, was ich habe, und an dem 105er geht er sehr ähnlich. Ist auch groß genug, damit du ihn wunderbar fassen kannst. Und du hast hier, wie gesagt, einen frei belegbaren Button, wo du dir deine Funktion der Wahl drauflegen kannst. Kommen wir zum oberen Teil des Objektivs. Hier oben noch eine Gegenlichtblende, die auch sehr hochwertig verarbeitet wurde. Ich zeige sie mal hier, genau hier. Und du hast hier auch einen Knopf, womit du sie quasi locken kannst, womit du sie auch dann entsperren kannst. Die Gegenlichtblende rastet also wirklich satt ein, ist gut verarbeitet und hat auch hier nochmal durch die Gummierung hier eine richtig, richtig tolle Anmutung, also lässt sich wunderbar anfassen. Da sie aus Kunststoff ist, wird es auch nicht so ganz kalt in der Hand, wenn du gerade im Winter draußen bist bei kälteren Temperaturen. Der Rest des Objektives wurde auch aus Kunststoff gefertigt, wie du sehen kannst, nur der hintere Teil ist aus Metall. Der Bajonettanschluss besteht aus Messing, ist nicht aus dem Metall hier aus der Oberfläche wie hier hinten. Unterm Strich macht es das Ganze natürlich sehr schön leicht, sehr wunderbar kompakt auch, nicht so schwer. Ja, der Kunststoff auf jeden Fall seine Vorteile gegenüber der Vorgängerversion, die für die Spiegelreflexkameras geeignet war, die ja dann deutlich größer, schwerer und klobiger daherkam. Wenn ihr vorne reinschaut, seht ihr, es hat einen doch noch verträglich großen Durchmesser im Objektiv, das sind 77 mm im Durchmesser, ideal für Filtersysteme, also noch nicht zu groß, auch nicht zu klein, wobei kleiner meistens etwas günstiger ist, aber die 77 mm sind noch okay und es sieht für mich auch noch ernsthaft genug aus, das heißt, wenn du damit professionell Fotos machst, sieht es jetzt nicht aus wie eine kleine Knipskamera, sondern schon wie eine ernstzunehmende Kombination. Wenn ihr das Objektiv ohne Objektivdeckel, ohne Gegenlichtblende und allem anschaut, dann seht ihr, das ist wunderbar kompakt. Also meine Hand ist ungefähr so groß, ja, und es ist noch deutlich kompakt. Also es ist kein Riesenobjektiv. Wenn ich mal mein iPhone 11 dagegen halte, das ist so groß in der Länge. Und so groß ist das Objektiv, da hast du auch nochmal vielleicht einen besseren Größenvergleich. Das sind etwas als 9 cm ungefähr, was die Größe angeht. Also mega kompakt gegenüber dem Vorgänger der Spiegelreflexversion. Also wenn du das an die Kamera machst, dann hast du immer noch eine gute Kombination, die nicht zu groß, nicht zu schwer und auch nicht zu voluminös ist. Einen Anschluss für Filtersysteme hinter dem Objektiv gibt es nicht in dem Fall. Ihr müsst also, wenn ihr einen Filter verwenden wollt, ihn vorn draufschrauben. Da habt ihr diesen 77 cm Durchmesserbereich. Dafür gibt es aber, wie ich gerade gesagt habe, bezahlbare Filtersysteme. Da werdet ihr auf jeden Fall nicht arm, also das ist alles noch erschwinglich. 85 mm sind typischerweise die ideale Brennweite für Porträtfotografen bei der Hochzeitsfotografie, bei der People-Fotografie, bei Reportagen, aber auch für Filme, die B-Roll-Material aufnehmen wollen, denn da kannst du wunderbar auch nochmal freistellen und hast nochmal einen anderen Look. Der
anders und auch spannender zum Rest des Filmes meistens kombiniert werden kann. Du kannst natürlich auch damit ganz normal filmen, wenn du Menschen aufnimmst, aber typischerweise wird das eher dann für B-Roll-Aufnahmen genommen. Die Fotografen unter euch werden wissen, dass 85 mm die optimale Brennweite ist, was die Kompression im Bild angeht. Das heißt, wenn du Portrait-Aufnahmen machst, dann wirst du mit 200 mm, 300 mm eine deutliche Verdichtung im Bild haben, die auch nicht jeder möchte, die auch nicht immer gut aussieht. Und was unter 85 mm angeht, kann dann schon wieder verzerrend aussehen, weil es vielleicht zu weitwinklig ist. Ein auch noch recht sinnvoller Vergleich ist das 105er, das habe ich mal mitgebracht. Das ist das 85er von Sigma, ich drehe es mal rum, so rum. Das 85er von Sigma, Blende 1.4 und das ist das 105er Blende 1.4 und ihr seht, das ist deutlich größer, massiver, hier braucht es sogar einen eigenen Stativanschluss. Hier nicht, das ist so leicht, dass ihr es auf jeden Fall an eure Sony-Kamera anschließen könnt. Da passiert auch nichts, das tut dem Anschluss überhaupt nicht weh. Hier bei dem 105er würde ich die Kamera nicht mehr aufs Stativ machen, sondern eher dann mit dem Anschluss hier unten das Objektiv. Vom Größenverhältnis her seht ihr, da gibt es nochmal einen ordentlichen Unterschied. Das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Für alle, die viele Porträts unterwegs fotografieren, werden sie spätestens dann überlegen, nehme ich mehr Gewicht in Kauf oder doch eher die Kompaktheit. Für mich spricht inzwischen mehr für dieses Objektiv, einfach weil es klein ist, kompakt ist, ist auch deutlich günstiger nochmal als das 105er. Und rundum muss ich sagen, gefällt mir das Paket inzwischen besser mit den Einstellmöglichkeiten am Objektiv auch als am 105er. Das Sigma liegt im Preis bei ungefähr 1000 Euro UVP. Das ist nicht ganz billig, ich finde das ist schon recht teuer für ein Objektiv. Nicht zu teuer für ein Objektiv, was diese Leistung hat. Für alle, die dieses Objektiv nicht ernsthaft professionell beruflich brauchen, würde ich empfehlen, es einfach mal auszuleihen bei mietdasding.at. Bei Sebastian Siebenhofer zum Beispiel könnt ihr das tun. Da bekommt ihr es ausgeliehen für deutlich weniger Geld als im Kauf bei um die 1000 Euro. Und dann habt ihr auf jeden Fall auch mal das Objektiv gehabt, könnt damit tolle Bilder machen und ihr müsst es nicht unbedingt kaufen und dann liegt es vielleicht nur im Schrank rum, wäre schade dafür. Zum abschließenden Fazit möchte ich kurz was zu Preis und Leistung sagen und die Zielgruppe. Preis-Leistung ist für mich definitiv hier gegeben. Es kostet zwar um die 1000 Euro, aber wer ernsthaft fotografiert und vor allen Dingen Hochzeiten fotografiert, Menschen fotografiert, also wer quasi täglich damit zu tun hat oder sogar damit wirklich sein Geld verdient, sein Lebensunterhalt, für den ist es objektiv, gerade für den Sony E-Mount, unabdingbar. Und jeder andere, der es noch nicht kennt, sollte es zumindest mal testen, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, warum solche Objektive hergestellt werden, warum es Brennweiten gibt, wie das 85er, wo es direkt Festbrennweiten gibt mit einer so krassen Offenblende. Für alle anderen würde ich sagen, leitet es euch auf jeden Fall mal aus. Die Zielgruppe ist für mich immer noch klar. Der Porträtfotograf oder die Porträtfotografin, die Reportagen erstellen, aber auch ein Filmer oder eine Filmerin, die B-Roll-Material aufnehmen, weil du kannst damit nochmal eine andere Perspektive in einen anderen Bildwinkel reinbringen. Das Fazit von mir fällt auf jeden Fall sehr positiv aus. Ich bin überrascht, wie leicht es ist. Ich bin überrascht, wie kompakt das Ganze auch ist, weil ich bin mein 105er nun immer gewohnt. Und ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht nicht doch auf das 85er umsteige, weil es ist kompakt, es ist leicht und das ist manchmal schon ein Thema. Ich meine, ich bin mir nicht zu fein, das 105er mitzutragen und irgendwo mit hinzunehmen, aber da passt auf die Größe passt dann bald noch ein Objektiv in die Tasche und das ist dann schon manchmal relevant. Vor allen Dingen, wenn ich nur einen Rucksack mitnehmen kann, spätestens dann kommt quasi die Frage auf, welches Objektiv nehme ich mit, was bleibt zu Hause. Da ist das 85er dann, glaube ich, schon fast die bessere Wahl. Auch Sigma typisch wirst du hier wunderbare Bildergebnisse bekommen. Die Bilder sind knackescharf, ab bereits Offenblende, Blende 1.4. Da hast du bis an den Rand super brauchbare Bilder. Das ist kein Vergleich zu anderen Linsen. Sigma ist da wirklich mittlerweile der Klassenprimus geworden. Die Objektive sind scharf, die Objektive sind sehr gut in der Bildleistung, du kannst damit auch wunderbar filmen, nicht nur fotografieren. Also allein dafür lohnt es sich wirklich auf Sigma-Objektive zu setzen. Zum Sony G-Master kann ich leider nichts sagen im Vergleich, das hatte ich nicht in der Hand. Ich weiß aber, dass das Sigma auf jeden Fall jeden Euro wert ist. Kann ich damit Landschaften fotografieren? Ja klar, auf jeden Fall. Du kannst damit auch Detailshots machen, du kannst damit auch dir mal was rauspicken in der Natur, Blätter fotografieren, du kannst damit Blüten fotografieren, du kannst auch mal einen Sonnenuntergang fotografieren. Das geht alles, natürlich auch mit dieser Brennweite, mit dem Wissen im Hinterkopf, dass du damit nicht so viel von der Natur zeigen kannst wie mit einem Weitwinkelobjektiv oder mit einem Teleobjektiv, wo du nochmal richtig reinzoomen kannst. So, jetzt siehst du im Video, im Livebild sozusagen, wie Blend 1.4 aussieht. Ich bin von der Kamera ungefähr ja, so 1,50 Meter weg. Das ist jetzt der Headshot-Bereich. Der Hintergrund ist wunderbar freigestellt. Wir haben jetzt natürlich keine Herbstfarben mehr, es ist schon Winter. Aber so ein bisschen Gestrüpp im Hintergrund, die Sonne, die reinkommt von der Seite, sorgt schon dafür, dass du das Bokeh ein bisschen bewerten kannst. Ich komme mal dichter. Wenn ich dichter komme, siehst du, wenn der Fokus mir folgt, genau, dass der Hintergrund nochmal deutlich unschärfer wird. Also Sigma-typisch hast du ein wunderschönes Bokeh. Es ist also wirklich cremig, sahnig, weich.
So wie ich das bei meinem 35er, bei meinem 105er liebe, hast du es beim 85er hier genauso. Du hast hier wirklich einen sehr, sehr guten, unscharfen Hintergrund. Du hast dein Model wunderbar freigestellt. Du kannst theoretisch damit auch sogar Ganzkörperporträts machen. Du musst da kein 50mm Objektiv nehmen. Wenn du genug Platz draußen hast und Abstand halten kannst zu dem, was du fotografieren möchtest, dann gehen die 85er genauso draußen. Das heißt, du kannst da wunderbar auch ganz Körper schon noch ein bisschen freistellen. Das geht mit dem 105er schon nicht mehr so richtig. Da brauchst du auch wieder noch mehr Platz draußen. Aber bei dem geht es wunderbar. Ich mache jetzt mal die Blende noch mehr zu. So, jetzt bin ich bei Blende 8. Und das ist eigentlich so die Blendeneinstellung, wo alles scharf ist, wo die gesamte Welt quasi im Fokus ist. Und hier bist du bei einem Headshot immer noch nicht so weit, dass du sagen kannst, die ganze Welt ist scharf, sondern der Kopf oder mein Oberkörper ist immer noch freigestellt vom Hintergrund. Du hast immer noch einen unscharfen Hintergrund. Du siehst zwar, wo ich jetzt bin, im Sinne von, du siehst, dass hier Bäume sind, dass ein bisschen Gestrüpp hinter mir ist. Das siehst du deutlich besser als bei Blende 1.4. Aber du hast immer noch eine Freistellmöglichkeit. Das finde ich sehr, sehr gut. Ganz Körper wird das dann schwierig bei Blende 8, aber so Oberkörperbereich oder Headshot, warum nicht? Also wenn du gerade ein bisschen Beauty-Portraits machst oder Männer-Portraits draußen, dann kannst du selbst für Blende 8 immer noch ein bisschen freistellen, finde ich sehr, sehr gut. Und auch die Hintergrundunschärfe wird jetzt nicht irgendwie unattraktiv, sondern bleibt noch relativ attraktiv, ist immer noch smooth. Und selbst wenn ich dichter komme, du siehst das, wird es also immer unschärfer, trotz Blende 8. Finde ich schon ziemlich genial. Ich gehe mal wieder zurück auf Blende 1.4, damit du den Vergleich siehst. So. Ich bin jetzt mal so dicht gekommen, wie ich nur kann. Das Objektiv hat eine Naheinstellgrenze von 85 cm. Also für Makroaufnahmen, für Makroobjekte ist es nicht mehr geeignet. Da brauchst du dann vielleicht einen Makro-Zwischenring. Damit geht es vielleicht wieder. Aber so per se ist es kein Makroobjektiv, beziehungsweise keins, was dafür geeignet ist. Du kannst damit schon mal näher kommen und auch Blumen fotografieren, aber versprich dir nicht davon, dass du so nah kommst, dass du kleine Bienen oder Blütenpollen siehst. Für Porträtaufnahmen, ich gehe mal einen Ticken weg, so ein bisschen. Und du siehst, wenn ich jetzt ungefähr einen Meter weg bin, hast du eine so krasse Hintergrundunschärfe. Also das ist schon echt der Wahnsinn. Und ich muss sagen, also ja, wenn ich sogar noch einen halben Meter weggehe. Ich hoffe, mein Video war ein bisschen interessant. Ich hoffe, du hast Lust bekommen, dieses Objektiv auszuprobieren. Wenn du es noch nicht in der Hand gehabt hast, leih es dir unbedingt mal aus. Ich kann es nur empfehlen. Das ist eine tolle Erfahrung. Du kannst damit echt tolle Bilder machen. Und in diesem Sinne, schaut mal bei Sebastian vorbei. mietdasding.at. Und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Thank you.